Ein Forschungsteam aus Australien hat die älteste Farbe der Welt entdeckt, hergestellt von Lebewesen. Sie ist wohl 1,1 Milliarden Jahre alt und kommt aus einer Zeit, in der es noch keine Pflanzen oder Tiere gab. Und die Analyse lüftet so einige Geheimnisse. Der konkrete Grund dafür und welche Farbe nun tatsächlich die älteste aller Zeiten ist, klickt zum Science and Fiction. Bei uns gibt es jeden Tag ein Science-Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Okay, let's go. Herzlich willkommen. Wow, diese Entdeckung erklärt die Evolution neu und besser. Jetzt wissen wir, dass vor rund 1 Milliarde Jahren Cyanobakterien die Erde bevölkerten und damit auch, warum sich genau deshalb damals noch keine komplexeren Lebewesen entwickeln konnten. Mehrere hundert Meter hatte man unter dem westafrikanischen Taudeni-Becken gebuddelt, um die jetzt entdeckten Farbstoffe aufzuspüren. Eigentlich war ein großes Unternehmen dort auf der Suche nach Tonschichten, die Öl enthalten. Das australische Forschungsteam bekam das Gestein zur Analyse und Jochen Brox, einer der beteiligten Wissenschaftler, beschreibt die krasse Überraschung, die dabei zutage kam. Ich hörte meine Mitarbeiterin schreien, als die Lösung herauskam. Die Flüssigkeit im Fläschchen leuchtete pink. Das waren echte, uralte, farbige Moleküle, die ältesten der Welt. Das uralte Gestein aus der marinen Schieferschicht hatte das Forschungsteam zu Puder gemahlen und mit Hilfe eines Lösungsmittels die Pigmente extrahiert. Sein Fundort ist das riesige Sedimentbecken in Westafrika, das wohl vor 1,1 Milliarden Jahren entstanden ist. Damals bedeckte ein Ozean die heutige Sahara. Und in dem wimmelte es nur so von winzigen Bakterien. Die Analyse der gefundenen Moleküle ergab dann, dass sie tatsächlich aus diesen uralten Cyanobakterien von damals stammen. Die Farbpigmente jedenfalls sind in der konzentrierten Form blutrot bis purpurn. Wenn sie verdünnt werden, zeigen sie sich leuchtend rosa. Damals allerdings leuchteten sie wohl eher blaugrün. Doch im Sediment hatten Nickel und Vanadium das ursprüngliche Magnesiumatom im Zentrum ersetzt. Das führte dann zu den rosafarbenen Molekülen mit dem Namen Porphyrine. Dazu eine der beteiligten Forscherinnen, Nur Guinelli. Die leuchtend rosa Pigmente sind die Überreste von Chlorophyll, das von Cyanobakterien produziert wurde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen also jetzt, dass die Bakterien damals in der Lage waren, Photosynthese zu betreiben, also den Prozess, den auch heutige Pflanzen benutzen, um durch Sonnenlicht Energie zu gewinnen. Der ehemals blaugrüne Farbton war exakt abgestimmt und ziemlich clever von der Evolution, denn damit konnten die Bakterien perfekt die passenden Wellenlängen aus dem Sonnenlicht absorbieren und die für die Photosynthese benötigte Energie aufnehmen. Diese Cyanobakterien bevölkerten zu dieser Zeit wohl massenweise die Ozeane. Ihre Existenz erklärt nach Annahme des Forschungsteams auch, warum zu dieser Zeit keine Tiere auf der Erde lebten, denn diese wären durch die Bakterien, die die dominierende Nahrungsquelle in den Ozean bildeten, niemals satt geworden. Eine reichere Energiequelle als die Cyanobakterien waren dann erst die Algen, die sich vor etwa 650 Millionen Jahren extrem schnell ausbreiteten und die Cyanobakterien in den Ozeanen verschwinden ließen. Im Vergleich zu den Bakterien haben diese nämlich ein bis zu 1000-mal größeres Volumen, auch wenn viele Algen mikroskopisch klein sind. Ein krasser Energieschub also für die Entwicklung komplexer Lebewesen. Dazu der Forscher Jochen Brox. Wir haben also nicht nur cooles, uraltes, pinkes Zeug entdeckt, sondern auch geholfen zu erklären, warum größere Lebewesen erst so spät in der Geschichte auftauchten. Wow, Hammer Entdeckung und Hammer auch, dass fast 4000 Menschen unseren englischen Klicksum Science and Fiction Kanal bereits abonniert haben. Wir haben uns hier ja auf Klicksum zur Aufgabe gemacht, Wissenschaft für alle einfach zugänglich zu machen und das jetzt auch auf Englisch. Euer Feedback hilft uns dabei, den Kanal weiter zu verbessern. Danke schon mal dafür. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, klickt gerne hier drauf, schaut vorbei und lasst uns ein Abo da. Empfiehlt uns gerne euren englischsprachigen Wissenschaftsfreunden und Freundinnen. Und danke für eure Unterstützung. Bis dann. Bleibt dran.